Hey, das gibt's aber jetzt nicht. Wer hat meine Äpfel zusammengegessen? Wer von euch war das? Okay, ich weiß eh, wer es war. Es war mein Lieblingspferd. Ich war das aber nicht. Jetzt habe ich euch aber ganz schön dran bekommen. Ihr habt ja recht, ich habe euch alle lieb. Im Gegensatz zu mir weiß allerdings Ingrid Klimke genau, welches Pferd sie sich aussuchen würde, wenn sie nicht nur zwischen allen Pferden in ihrem Stall, sondern zwischen allen Pferden dieser Welt wählen dürfte. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Welchis. Ja, ihr habt richtig gehört. Ingrid Klimke, eine der erfolgreichsten Vielseitigkeits- und Dressurreiterinnen, die Tochter von Rainer Klimke, ist bei Auf Trab zu Gast. Liebe Ingrid Klimke, vielen Dank, dass du auf Trab bist. Und indirekt warst du eigentlich schon öfters bei uns zu Gast, weil egal, ob ich Anja Beran als Gast hatte, den Oberbereiter Andreas Hausberger, die Uta Gräf. Den finde ich auch so toll. Ja, der ist toll. Gerd Heuschmann, Claudia Butri, Sibylle Wiemer, Eckart Meiners, Beth Baumert oder auch die Showreiterin Lisa Röckener, die waren alle da. Und interessanterweise haben sie immer auf dich referenziert oder auf den Namen Klimke generell, wenn es um das Thema pferdegerechtes Reiten geht. Was glaubst du denn, dass selbst die Reitsportprominenz bei pferdegerechtem Reiten das immer den Namen Klimke nennt als erstes? Oh, das ist eine große Frage. Das ist natürlich auch die Tradition ganz sicher von meinem Vater. Ja. Weil natürlich mein Vater ja für die klassische Reiterei steht und der letzte Amateur war, der das auch wirklich so vorgelebt hat. Also von daher kann ich mir nur vorstellen, ich habe ja das Glück, dass ich einfach so groß geworden bin, dass es selbstverständlich war, dass unsere Pferde zum Beispiel immer auch auf der Galoppierbahn ums Viereck herum gelöst würden. Die Cavaletti standen immer neben dem Dressurplatz. Das war natürlich für mich auch ein großes Plus, dass ich einfach schon als Kind quasi damit groß geworden bin. Du hast jetzt zwei Dinge schon genannt, die dazugehören. Aber was ist für dich persönlich eigentlich pferdegerechtes Reiten? Pferdegerechtes Reiten heißt, dass wir unseren Sportpartner Pferd so pferdegerecht wie möglich, also erstmal halten. Das heißt, alle Pferde kommen auf die Wiese. Es ist ein abwechslungsreiches Training, dass man also nicht zu einseitig die Pferde ausbildet, sondern immer im Hinterkopf hat, wir wollen ein Pferd, was von dem Sport genauso begeistert ist wie wir, in der Hinsicht, dass sie eben hochmotiviert jeden Tag darauf warten, was machen wir heute. Das ist so das große Ziel. Und da geht es natürlich darum, dass erstmal auch die Pferde, dass sie sich wohlfühlen müssen. Ja. Also in der Hinsicht, dass die halt gesund und so artgerecht wie möglich gehalten werden. Mhm. Auf jeden Fall mit Weide und Ausritten und Co. Wer sind denn eigentlich deine reiterlichen Vorbilder? Du hast ja eines schon genannt, dein Vater Rainer Klimke. Ja. Gibt's noch weitere, die dich begeistern und die dich motivieren? Du hast gerade gesagt, ja, den finde ich auch ganz gut, den Andreas Hausberger. Ja, betrifft toll. Es generell die klassische Reitkunst oder was fasziniert? Einerseits die klassische Reitkunst, ja. Ja. Vor allem aber eben so diese, ja, die, ich hätte beinahe gesagt, so die alten Meister, auch den Richard Hinrichs finde ich spitze. Und also jeder, der im Prinzip sich wirklich zum Wohle des Pferdes oder die Ausbildung so macht, dass die Pferde Partner sind. Die Pferdesprache sprechen, wenn man es mal so sagen kann. Also es ist ja, es geht gar nicht unbedingt um den Sport, sondern es geht ja um das Zusammensein mit dem Pferd. Wie kommuniziere ich mit dem Pferd? Mhm. Wie verbringe ich die Zeit, die ich mit dem Pferd verbringe? Wie schaffe ich das, die Pferde auf meine Seite zu bekommen? Dass sie eben strahlen und gut aussehen und fröhlich sind. Also ich mag ja, ich habe auch mit WeHorse eine Serie mit Lisa Röckener gemacht. Ja. Yeah. Und finde das auch ganz toll, was sie gerade jetzt für den Nachwuchs, also für die Jugend macht. Sie ist ja wirklich, hat unglaublich viele Fans. Mm-hmm. Habe ich jetzt auch hier bei der Show in Münster gesehen, wo man auch so sagt, Mensch, da vermittelt sie gleich der nächsten Generation, dass man eben mit den Pferden spielerisch viel Freude haben kann. Mm-hmm. Unabhängig vom Sport auch.
Und wie machst du das konkret? Weil du hast ja einen ganz engen Zeitplan oder hast du eben dein Team, das das erledigt? Aber du musst ja selbst auch eine Bindung zum Franz und zu deinen großen Pferden haben. Also ich habe ganz großes Glück, dass ich mit Carmen Thiemann eine wirklich gute Seele im Stall habe. Ich sage immer, das ist wirklich die beste Freundin von allen Pferden, weil die Pferde sie wirklich lieben. Die hat einfach die hat einfach magische Hände und auch einfach so ein Gespür und so eine Seele, die mit den Pferden irgendwie verwandt ist, weil sie wirklich sich auf alle Pferde einstellt und so vertrauensvoll und pferdefreundlich mit den Pferden umgeht, dass die Pferde sie alle wirklich total gerne mögen. Und das ist super wichtig. Und auch natürlich, dass das Team auch mit den Pferden gut umgeht und vertrauensvoll sie umhegt und pflegt. Dass die Bindung, die ich mit den Pferden als Sportpartner habe, damit sie für mich durchs Feuer gehen, ja, sage ich immer, oder für mich ihr Bestes geben, das muss ich natürlich selber machen. Das kann kein anderer übernehmen. Also das ist mir auch wichtig, dass eben die Pferde mich nicht nur als Arbeitsphase sozusagen kennenlernen, sondern eben auch ich die mal putze, mit denen rumtüdel, ja auch verschiedene Horsemanship-Sachen total gerne mache und mir dafür auch die Zeit nehme oder auch Ausritte mit den Pferden mache. Also alles, was Spaß macht. Hat das schon dein Vater gemacht oder hat sich dein Reitsport jetzt auch, sagen wir mal, zum Positiven viel geändert zwischen der Zeit, wo dein Vater gestartet ist und du jetzt? Also ich habe damals Linda Tellington-Jones bei meinem Vater kennengelernt. Ah, wirklich? Ja, ja, die ist zu meinem Vater nach Hause gekommen. Toll. Und hat mit unseren Pferden, die hatten wohl mal sich auf einer Klinik kennengelernt oder einem Symposium in Amerika. So hatte ich es noch in Erinnerung. Und dann kam die auch zu uns zum Stall und hat eben die T-Touches mit unseren Dressurpferden gemacht. Und ich hatte auch hinterher nochmal 2008 das Glück, dass sie zu mir zum Stall kam und mit meinen Pferden nochmal vor den Olympischen Spielen in Hongkong wir uns die Zeit genommen haben und gesagt haben, wie können wir uns optimal vorbereiten, indem unsere Pferde glücklich und zufrieden sind oder nochmal auch einen anderen Aspekt in den Vordergrund stellen. Und das war richtig toll. Also die war super. Du hast es angesprochen, also dein Vater hat schon eigentlich für das Rundherum-Wohlsein der Pferde gesorgt. Wahrscheinlich, weil er großer Pferdefreund ist, aber weil das auch für die Leistung förderlich ist, oder? Total. Also weil es ja uns darum, ja, für die Leistung, also mein Vater hat immer gesagt, die Pferde gehören mit zur Familie. Und Familienmitglieder behandelt man ja bekanntlich so, dass sie sich wohlfühlen. Und dann hat er auch gesagt, Mensch, das ist doch total interessant, was für Touche bewirken die Pferde bei welchem Pferd. Und die fühlen sich wohl, denen geht's gut. Und dann sind sie natürlich motivierter oder besser gesagt, jeder Sportler muss ja auch auf sich achten. Egal ob jetzt Mensch oder Pferd. Also wir müssen auch haben die Verantwortung für die Pferde, aber auch jeder Sportler für sich, dass er eben auf seine Gesundheit aufpasst und nur wenn man topfit ist, kann man auch eine Top-Leistung vollbringen. Ob als Sportler jetzt oder als Pferd oder Reiter. Bei dir ist es ja eine umgekehrt, du schaust ja auf die Pferde extrem, aber natürlich kann das Pferd sich nicht gerade wehren, dass wenn es ihm nicht so gut geht, das entscheidet ja doch der Reiter, Mensch. Mehr oder ja, weniger. Ja, total. Und das muss man auch sagen, Pferde, die sind ja so geduldig, die halten so viel aus. Ne? Ja. Also die sind so gutmütig, die geben immer ihr Bestes und wollen immer alles richtig machen und wenn sie nicht verstanden werden, muss sich halt der Reiter fragen, wie kann ich es meinem Pferd verständlich machen? Also die Pferde, die versuchen alle Wünsche dem Reiter abzulesen. Ja, und jetzt hast du schon gesagt, du schaust, dass du die Bindung, die musst du natürlich selber schaffen und du musst auch die Motivation deiner Pferde, das liegt auch an dir natürlich großteils. Was macht man denn da jetzt zum Beispiel, jetzt stand Olympia vor dem Haus und du konntest leider mit dem Franz nicht starten. Wie hast du das verkraftet und wie hat es dein Franz verkraftet? Wie macht man das in der Praxis mit Hochleistungssportlern? Tut man dann ganz normal weiter trainieren oder wie hast du das getan? Nee, der ist ja nicht mitgekommen, weil er verletzt war. Genau, ja. Das heißt, er ist erstmal behandelt worden und hat jetzt sein Bewegungsprogramm, was der Tierarzt vorgegeben hat, aber kann ja im Moment nicht zu turnieren. Francisco steht ja zum Beispiel, Francisco steht nicht bei mir, sondern der ist Deckhengst und steht auf der Station Holkenbrink. Und wird dort betreut und gepflegt. Also was ich jetzt mache, ist immer regelmäßig hinfahren mit Leckerli und Putzbürste und kuschel mit ihm und freue mich, wenn ich um die Ecke komme und er schon wird. Kommt wieder die wandelnde Möhre.
Und dann geht irgendwann das Training wieder los und dann kommt er wieder zu mir. Also so ist das bei Franziskus. Bei den anderen, die werden bei mir, also wenn es jetzt ein anderes Pferd war, dann werden die halt normal bei mir weitergeritten. Mhm. Und wie verkraftest du das selber? Du warst ja ein Team und warst ja vor Ort. Hast du da überhaupt zuschauen können, wenn du nicht selber eingeritten? Nee, ich war nicht vor Ort. Ah, du warst gar nicht vor Ort. Okay. Nee, Olympia ist hammerhart. Wir waren bei der Einkleidung, Carmen und ich. Ja. Wir wollten eigentlich montags beim Trainingslager anreisen und am Donnerstag war Franziskus leider nicht in Ordnung. Das heißt, man wird ganz schnell ausgetauscht, der nächste Reservist drückt nach, die Sachen gibt man ganz schnell wieder ab, man bekommt nicht mal eine Eintrittskarte, das ist ja ganz eng mit den Akkreditierungen und dann heißt das natürlich ganz schnell, der nächste ist dran. Okay. Also, und wie geht man damit um? Also du hast dann schon den nächsten Erfolg vor den Augen. Nee, ich war schon richtig traurig. Also ich habe auch, es hat auch Tränen gegeben und ich war sehr traurig, vor allen Dingen natürlich auch traurig darum, aus dem Grund, weil eben Franz krank war. Mm. Das hat mich richtig getroffen und wir hatten uns das auch so schön vorgestellt. Meine Tochter Greta hat ja auch den Pferdevirus in sich und wir hatten uns das schon so schön vorgestellt und auch mit der Familie Holkenbrink, mit den Besitzern. Wir hatten schon alles abgesprochen, und uns total drauf gefreut, es wollten auch noch einige Freunde nachkommen und dann auf einmal so kurzfristig zu hören, es geht doch nicht, ist nicht das war schon hart. Ich wollte auch gerne zur Eröffnungsfeier, also ich hatte mir schon ziemlich viel zurechtgelegt, Uber runtergeladen, wollte mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, wenn es da voll ist, also ich hatte schon mir wirklich schon einiges vorgenommen. Ja, also da sieht man wenigstens an der Beschreibung, wie organisiert du bist. Es gehört dazu für den Leistungssport. Ja, und auch, ja, muss man, also ganz wichtig, auch organisiert für die Pferde. Mhm. Wir hatten natürlich auch schon ein Ersatzteam, die zu Hause unsere Pferde machen, weil wir ja zu zweit weg wären und wenn Greta noch mitgefahren wäre, sogar zu dritt. Mhm. Das heißt, alle Pferde, die zu Hause sind, müssen ja auch weitergearbeitet werden. Ne? Ja, oder versorgt werden auf jeden Fall. Weiter ausgeritten und ein bisschen gymnastiziert und so. Wie viele Pferde hast du denn da, dass man sich das vorstellen kann? Ich habe einen 13er Stall und noch drei weitere. Also nee, eigentlich kann man sagen, bin ich jetzt wieder zurück auf meinem 13er Stall, wobei man sagen muss, meine Tochter Philippa hat ein Chatty und ein Pony. Das haben wir gerade einer Freundin geliehen, weil die ein Auslandsjahr macht. Dann habe ich natürlich noch meinen Bobby, meinen Rentner Bobby. Also ich habe dann im Training, für mich jetzt, habe ich meine 13 Boxen. Wow. Das heißt, das ist viel zu tun, ja. Ich habe natürlich ein Team, das sind zwei Auszubildende, Carmen Thiemann, also die kamen und meine Wenigkeit und Greta macht gerade auch eine Ausbildung und studiert, die macht das doppelt und hat dann eben auch so ihre 2 bis 3, manchmal 4 Pferde geritten. Also das bin ich ja nicht alleine, die dann die Pferde ausbildet, sondern mit dem Team. Mhm. Und du gibst ja auch gern dein Wissen weiter. Du hast Bestseller mit deinem Vater, aber auch alleine geschrieben. Also bekannt ist ja praktisch die Grundausbildung des jungen Pferdes, die ihr gemeinsam geschrieben habt, erschienen im Kosmos Verlag. Da würde ich natürlich auch gerne mal auf das Kapitel über die Losgelassenheit zur Schwungentfaltung gehen, wo du die feinen Hilfen, für die ihr ja bekannt seid, genauer erklärst und vor allen Dingen auch das Zusammenspiel der Hilfen. Und da wollte ich fragen, ob du für die Hörerinnen vielleicht für folgende 3 Punkte mal schnell Tipps hast. Das eine ist für den ausbalancierten Sitz. Also für den ausbalancierten Sitz ist es total gut und wichtig, wenn man oft ohne Bügel reitet. Also wenn man viel ohne Bügel reitet, dann kann man sagen, ist man schon mal einen Schritt weiter. Ja. Dann reite ich auch sehr viel mit der Zügelbrücke. Das ist? Achso, mit so übereinander. Dass man beide Zügel übereinander legt und in beiden Händen mit beiden Zügeln aufrechte Zügelfaust. Also die richtige Handhaltung übt quasi, dass die Hände eben wirklich aufrecht vor dem Pferd getragen werden mit einer weichen, also sagen wir mal Gummihandgelenk, also aufrecht getragen und im Handgelenk sehr locker, aber eben auch vor allen Dingen aufrecht getragen, dass man die halbe Parade geben kann und nachgeben kann, sonst geht's nicht. Dann ist es natürlich wichtig, deshalb auch ohne Bügel, dass man sehr losgelassen sitzt. Ja. Und richtig quasi mitschwingt, ganz locker in der Mittelpositur mitschwingt, weil sonst
kann man halt auch nicht mit der Gewichtshilfe, also gerade der Rücken ist ja die Bewegungszentrale. Ich sage immer so schön, wenn der Rücken locker ist, ist das ganze Pferd locker. Und da muss man halt unheimlich schön mitschwingen. Und was macht man bei den Schenkeln? Setzt man das falsch gerne? Tut man da zu viel also, die Oberschenkeln einsetzen? Ja, genau. Also wichtig ist, dass man wirklich sagt, man macht das mit der flachen Wade. Die flache Wade ist immer am Pferd. Und mit der flachen Wade kann man treiben. Also die flache Wade liegt quasi am Pferd. Ich habe immer im Hinterkopf, dass ich sage, ist der atmende Schenkel. Und wenn ich dann die flache Wade am Pferd habe, dann kann ich halt immer wieder, wenn ich treiben muss, einfach nur mit der flachen Wade drücken und dann wieder loslassen. Also nicht die ganze Zeit treiben, sondern immer im Wechselspiel. Nur dann, wenn ich es wirklich brauche. Und vielleicht noch zur Hüfte. Was passiert da oft? Also wichtig ist, dass man eben auch in der Balance ganz gerade auf dem Pferd sitzt. Also nicht zur einen Seite einknickt. Das muss jeder Reiter auch üben, also auch an sich arbeiten. Denn jeder hat, der eine ist ein bisschen schief, links, rechts. Oder dass man eben als Reiter versucht, immer mit dem Pferd in der Balance und im Lot zu sitzen. Und jetzt kannst du uns vielleicht noch Geheimnis verraten. Setzt du eigentlich auch die Stimme ein, weil das darf man ja wahrscheinlich nicht bei den Höheren. Mache ich ganz viel. Ja. Also mache ich wirklich ganz viel. Das ist einfach total wichtig, glaube ich oder weiß ich, dass die Pferde auf Stimme halt reagieren, ne? Und wenn ich dann brav sage, also bei mir ist es so, dass ich eigentlich so am Hals einmal abstreiche. Ja. Und dann brav sage und ich habe richtig das Gefühl, die Pferde warten auf das brav. Also die sind dann schnaufen einmal durch und so, okay, brav, weiter geht's. Also das ist total wichtig. Okay, also nicht drauf verzichten. Dann seid ihr ja nicht nur fürs Dressurreiten bekannt, sondern vor allen Dingen auch für die Vielseitigkeit, wo dein Vater und du ja auch schon alle Rekorde geschlagen habt. Was ist vielleicht für dich noch die Faszination der Vielseitigkeit? Die Vielseitigkeit ist einfach das, wo man mit dem Pferd wirklich über Vertrauen und über wirklich viele gute Erfahrungen, also über eine langjährige Ausbildung zu diesen schweren Prüfungen kommt. Wenn das Pferd dem Reiter nicht blind vertraut, dann wird es niemals über diese Hindernisse springen. Also das Pferd weiß ja nicht, geht es danach rauf, runter ins Wasser, kommt eine Ecke, was schmal ist, sondern das vertraut mir blind. Ich bin die Kurse schon häufig abgegangen, die Pferde nicht. Das heißt, wenn ich im passenden Tempo die richtige Linie habe, dann wissen die Pferde, aha, jetzt kann mir nichts passieren. Sondern jetzt sind wir auf dem richtigen Weg und dann übergebe ich an das Pferd, was dann auch sein Bestes gibt. Und das ist einfach total spannend, auch in der Ausbildung, weil man halt mit einem Pferd sich einen guten, abwechslungsreichen Trainingsplan macht, nämlich ein bisschen Dressur, dann Springen, dann hat man das Konditionstraining, dann macht man Geländesprünge und das alles wächst über Jahre. Also ich mag auch total gerne das abwechslungsreiche Training. Wenn wir am Berg galoppieren, sind die Pferde so kernig und freuen sich und der eine will schneller als der andere galoppieren, weil die so viel Freude haben. Das ist einfach toll zu merken. Ja. Also wenn die lieben das. Und wie ist es mit Trail Riding und Working Equitation? Würdest du das auch noch gern beginnen? Toll. Habe ich mal probiert aus Spaß und habe total Freude dran gehabt und kann mir auch richtig gut vorstellen, dass man das gerade, ich sag mal jetzt für mich ja so gerade im Alter mal macht, wenn man jetzt wirklich vielleicht nicht mehr ganz das Adrenalin hat für den großen Vielseitigkeitssport, dass man dann sagt, ich möchte aber irgendwas anderes machen, was Laune macht. Und das fand ich richtig toll. Also die Pferde müssen da ja auch wirklich Geist haben und da selbstständig mit reagieren. Und man muss als Reiter unheimlich geschickt sein. Das fand ich auch, habe ich jetzt auch in München wieder kennengelernt. Und das finde ich wirklich spannend. Ja, und du hast ja dann auch ein Buch geschrieben, das Praxishandbuch, dein jüngstes Reiten im Gelände. Ist dir das auch im Zuge der Vielseitigkeit eingefallen oder wie kam es zu der Idee zum Buch? Es kam dazu, dass mein Vater früher mal das hat Military. Ja, und genau. Ich habe ja das übernommen, die Bücher meines Vaters weiterzuführen. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr aktuell. Military kam wirklich schon der Name vom Militär und das ist eine völlig andere Philosophie und war damals ein ganz anderer Sport. Yeah. Mir ging es auch mehr darum zu sagen, den Leuten was an die Hand zu geben, damit sie sicher durchs Gelände kommen, in der Hinsicht schon von der Ausrüstung. Dann, wie gestalte ich meinen Ausritt? Wie
schaffe ich es, dass eben die Pferde in der Gruppe, ob zu zwei, zu vier, zu sechs, eben wirklich zivilisiert und sicher vor allen Dingen am Platz gehen und nicht aus dem Ausritt eine wilde Jagd wird, weil halt die Kontrolle verloren geht. Also das hat ja auch wirklich viel mit Kontrolle auch im Gelände zu tun, wenn das nicht gefährlich und Spaß machen soll. Mhm. Wie führt man die Pferde an die ersten Hindernisse heran? Mhm. Die Vorgehensweise mit Führpferd, aus dem Trab erschnuppern lassen. Also gerade das Einsteigen war mir so wichtig. Also ob ich jetzt vielleicht nochmal einen Teil 2 mache, wie es dann weitergeht, aber es ist jetzt wirklich so vom ersten Austritt bis vielleicht zur Klasse A. Aber auch nicht mehr. Okay, aber es ist unglaublich wichtig, der Punkt Sicherheit, wenn man dein Buch anschaut, genau, widmest du ja doch sehr, sehr viel. Passiert bei der Vielseitigkeit auch im Gelände so viel mehr? Oder nee, es ging mir mehr um Sicherheit, vor allen Dingen auch beim Ausreiten, also mhm, auch im Straßenverkehr. Mhm. Was macht man, wenn jetzt ein Auto, wenn man die Straße überqueren will, was macht man, wenn ein Auto kommt? Also und das Ausreiten. Ich glaube, dass einfach unheimlich viele Menschen ja gerne ausreiten. Ja, das stimmt, ja. Aber man kann sich nicht einfach aufs Pferd setzen und planlos losgaloppieren. Dann kommt vielleicht das Pferd auch alleine wieder. Also ein bisschen übertrieben, ne? Ja. Yeah. Und das muss ja alles Hand und Fuß haben. Deshalb war mir das so wichtig. Und damit eben die Pferde im Gelände von Anfang an den richtigen Einstieg haben, dafür ist es eben wichtig, dass man das vernünftig macht. Also mit dem Führpferd, mit den passenden kleinen Baumstämmen zum Beispiel, dass man auch belastende Hindernisse so wählt, dass, ich sage mal, freundliche Hindernisse sind. Mhm. Das ist auch entscheidend und nicht einfach, was weiß ich, jetzt gleich in so ein Matschloch mit seinem Pferd möchte, wo der Untergrund womöglich sumpfig ist, dann traut sich da das Pferd nicht rein und wird auch sicher nie wieder reingehen. Also um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Damit hast du mir eigentlich schon fast meine nächste Frage beantwortet. Und zwar ist es ja so, viele möchten ausreiten, aber sie trauen sich nicht oder trauen sich und dem Pferd das nicht zu. Genau. Wie kann man denn die Angst am besten überwinden? Du hast gerade was gesagt, nicht gleich mit den Mega-Hindernissen zu beginnen. Aber was ist dann noch wichtig, um die Angst? Wichtig ist ein Führpferd. Mhm. Es muss ein Professor sein, ein ruhiges Führpferd, was mitgeht. Das ist das A und O. Mhm. Also wenn jetzt zwei Youngster zusammen sind, dann schaukeln die sich schon hoch. Der eine hat vom Trecker Angst, der nächste vor der Plane. Dann wird das schon, kann das schon ein bisschen kritisch werden. Wenn man aber Schritt für Schritt mit dem Professor, mit dem erfahrenen Führpferd das macht und das alles Hand und Fuß hat, dann, also Hand und Fuß meine ich Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, die Pferde daran gewöhnt und den Reitern eben oder Reitern und Pferden Vertrauen gibt, dann stellen die ganz schnell fest, wäre eigentlich das Schönste, was ich machen kann mit meinem Pferd, im Gelände, in der Natur unterwegs zu sein. Mhm. Und vielleicht zum Abschluss nochmal zum Thema pferdegerechtes Reiten. Also leider leben wir ja in einer Welt der Extremen und die einen zeigen zu viel Ehrgeiz oder falschen Ehrgeiz in der Zucht oder im Freizeit- oder Profi-Reitsport und die anderen, die werden immer radikaler, was die Tierschutzbedenken des Reitens und des Pferdehaltens betrifft. Erstens, kannst du dir überhaupt ein Leben ohne Pferde vorstellen? Und zweitens, was könnte man eigentlich da machen, deiner Meinung nach, um Pferdehaltung und Reiten wieder ins rechte Licht zu rücken? Ich kann mir kein Leben ohne Pferde vorstellen. Ich glaube, es ist auch total wichtig für die Jugendlichen und für die nächste Generation, dass sie eine Verantwortung übernehmen, nämlich eine Verantwortung für ein Lebewesen, für einen Partner. Und das überwiegt allen Social Media oder allen Herausforderungen. Ich denke gerade für mich jetzt, spreche gerade als Mutter, ja, um eben die Kinder weg vom Daddeln zu kriegen und zu sagen, geh in die Natur mit deinem Pferd, übernimm Verantwortung für deinen Partner. Und das ist ja unglaublich, was Pferde bei Menschen bewirken, was sie für ein Urvertrauen schenken, wie sie die Seele berühren können. Das kann, also können vielleicht auch Hunde, oder also es gibt ja auch Hundefreunde und andere Tiere, die das auch können, aber dieser Kontakt mit den Tieren und die Verantwortung zu übernehmen und ein sinnvolles, zielgerechtes, artgerechtes oder eben klassisches Training, da stehe ich total hinter und glaube, das darf keinen Fall verloren werden, auch für die Pferde nicht. Mhm. Natürlich sind alle meine Pferde auf der Wiese. Wenn die aber hören, dass der LKW an ist und wir zum Galoppieren fahren, dann möchte keiner mehr auf der Wiese bleiben. Dann galoppieren schön, die auf dem LKW, mhm, wenn die entscheiden können. Weil die auch, das sind Bewegungstiere, die sind normalerweise in der Steppe immer unterwegs, die erleben was. Also die wollen sicher nicht im Zoo stehen oder im englischen Vorgarten.
Was passiert mit den Pferden? Sterben die dann aus? Also geht es den Pferden dann besser? Ja. Also das ist wirklich eine Frage und ich glaube, dass leider auch ganz viel Ahnungslosigkeit dabei ist. Das ist ja wie bei vielen Sachen. Die Menschen springen auf den Zug mit drauf, ohne zu wissen, ob der Lokführer überhaupt in die richtige Richtung fährt. Also das sehen wir auch in der Politik oder in anderen Themenbereichen, dass da auch viel Unwissen ist. Das stimmt. Und dass man versuchen muss, einfach die Leute auch zu erreichen, zu überzeugen und zu sagen, mach dir dein eigenes Bild, deine eigene Meinung. Also ich mache zum Beispiel das offene Training. Da kann sich jeder auf meiner Homepage anmelden und dort weiß ich nie, wer kommt. Also da kann jeder kommen. Mhm. Und einfach sehen, oder nicht einfach, sondern den Morgen miterleben, unsere Pferde auf der Wiese besuchen, im Stall sehen und im Training sehen. Und es kann auch, jeder kann alles aufnehmen und alles fragen und alles filmen. Ich versuche wirklich zu sagen, das ist unser Training, so machen wir das und schauen Sie sich die Pferde an und dann sehen Sie in den Augen der Pferde, ob diese Pferde jetzt zufrieden sind oder ob die Pferde nicht zufrieden sind. Das spiegelt ein Auge, das Gesicht eines Pferdes wider. Du bist eine der weltweit bekanntesten Reiterinnen in Dressur und Vielseitigkeit. Du sorgst für glänzende Pferdeaugen. Was würdest du denn noch gerne erreichen? Ja, dass eben zum Beispiel, dass man nicht sagt, das sind die Sportreiter oder die Westernreiter oder die Freizeitreiter, sodass die Reiter, dass die ganze, jeder Mensch, der vom Pferd begeistert ist, also diese Begeisterung Pferd, die ja, egal in welchem Bereich, ob ich mit meinem Pferd spazieren gehe, ob ich es putze oder ob ich Sport reite, ich bin gerne mit meinem Pferd zusammen, ich kommuniziere mit meinem Pferd, ich mag dieses Zusammensein mit meinem Pferd, dass die Menschen sich zusammentun, nicht die eine Gruppe gegen die andere, guckt, ob es da schwarze Schafe gibt und alle schwarzen Schafe auch richtig ahndet. Also das muss richtig krass sein, dass die einfach Missbrauch mit Pferden, egal in welcher Art und Weise, betreiben, dass da wirklich so streng mit Folgen, also dass man richtig so ein Exempel macht und sagt, das geht gar nicht und das muss auch bestraft werden, damit das eine Abschreckung hat und aufgedeckt wird. Da bin ich total hinter und ob das Pferde sind, die verwahrlost in irgendeinem Stall übergeblieben sind, bei irgendeinem Menschen, der sich nicht mehr gekümmert hat oder im Sport oder wo auch immer. Es geht ja um das Tier. Mhm. Das Tier darf nicht leiden. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt hast du gesagt, du hast 13 Pferde und das ist fast eine nicht zu beantwortende Frage wahrscheinlich. Aber zum Abschluss, wenn du dir jedes Pferd der Welt aussuchen dürftest, welches würdest du wählen? Ich würde meins wählen. Ich habe meinen Bobby, der ist jetzt 20, der genießt seine Rente bei uns und steht immer noch in seinem dekorierten Stall mit sämtlichen Plakaten und dem geht's, glaube ich, richtig gut. Der sieht jedenfalls blendend aus. Ja, dann sag einen schönen Gruß an Bobby und alle anderen 12, die wir natürlich auch nicht vergessen wollen. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Und wenn man praktisch mit dir Kontakt aufnehmen möchte, das Beste ist, dass man sich das offene Training, wenn man die Möglichkeit anschaut, wirklich, kann man das eigentlich auch online anschauen? Ja, kann gut. Man leider nicht. Oder weiß ich nicht genau. Noch nicht. Doch, ich weiß gerade, ich glaube, man kann es über V-Horse, weil V-Horse. Ah, über V-Horse, da. Genau, das und ist eine das gute Idee. Training. Also bei V-Horse ich mache ja ganz viel mit V-Horse. Früher war das ja Pferdejahr, da gab es noch von meinem Vater Kassetten, dann gab es DVDs und jetzt hat Gott sei Dank ja V-Horse alles online. Da ist wirklich sehr viel gutes Material, was man sich anschauen kann und die waren auch schon mal beim offenen Training dabei. Ja, ein Hoch der Technik und wie gesagt, ja, ich freue mich. Ich hoffe, wir hören uns wieder bald. Alles Gute. Tschüss. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Thank you.